Unser Weg ist der rechte. Hier hinein. Ja. Seit du uns verlassen hast, rollst du wie ein Steinberg ab. Jetzt musst du deinen erstaunlichen Schwung gezielt einsetzen. Sie kommen! Was? Wartet! Der Schwindler wird dir nicht vergeben, dass du tatest, was ihm nicht gelang. Und ebenso wenig wirst du uns wohl vergeben. Hüter! Ich muss weiter. Von den Biestern fort, sonst war die ganze Rettung umsonst. So, ja, das ist natürlich wieder mal mächtig ins Auge gegangen. Oh, Achtung, Wortwitz. Tja, wenn sie überleben wollen, müssen sie hier rasch verschwinden. Fortfahren. So, naja, wir können uns hier nichts kaufen. Wie auch, haben wir noch sein Schwert. So. Also uns haben jetzt hier die Hüter befreit und wir kennen ja eigentlich, das ist doch Konstantin sein Haus. Oh, da ist irgendein Gaspfeil, würde ich sagen. Oder eine Falle. Ich speichere mal wieder. Ein Gaspfeil, wie schön. Oh. Gesundheitstechnisch stehen wir auch nicht allzu gut da. Blitzebombe. Oh, was haben wir denn da? Da gibt es unseren Knüppel, ein Seilpfeil, oder? Ein Lärmpfeil. Jawohl, der Prügel. Geld. Ach, unser Geld ist das jetzt, oder was? Tja, da hat unser Herr Gerrit leider ganz schön eingebüßt. Ich sehe, da ist schon ein Feuerpfeil. Auch sehr schön der Schwindler. Also ich weiß nicht, persönlich, wie gesagt, erinnert mich das immer alles hier sehr an die christliche Mythologie. Also sprich, das ist der Teufel. Ach, ich habe noch keine Dietriche. Das ist das Problem. Gut, dann hat sich dieser Weg eigentlich auch schon mal erledigt. Gucken wir noch mal ein bisschen hoch, ob man hier irgendwo mit dem Seilpfeil vielleicht hochklettern kann. Aber es sieht nicht so aus. So, ich... Da hinten irgendwo hinklettert. Da liegt ein Moospfeil. Karte. Ah ja, da ist ja wieder Konstantin ins Herrenhaus. Na gut. Aber den Bereich hier kennen wir ja noch gar nicht. Links oder rechts? Oje, ach stimmt, die waren solche komischen Viehschätze. Gaspfeil. Hm.
Oh. Naja, und hier wären wir bloß auf der Seite runtergekommen, so wie ich das sehe. Da liegt noch was am Boden. Mit seltsamen Wesen gibt es doch hier echt kein Problem. Wieso was? Alles weg. Alles siehst weg. Du auch was? Oh je. Ich entsinne mich wieder, diese Viecher haben sie zu komisches Zeug rumgespuckt. Nein. So, damit hätten wir das schon mal erledigt. Aber wir haben ja drei Viecher. Prügel. Ich habe leider keinen Pfeil. Wasserpfeil, Feuerpfeil. Oje. Moment jetzt hier abwarten, um dem hier eine drauf zu poltern, dem Vieh auch. Oder vielleicht zuerst dem Vieh. Wobei, das wird schwierig werden. Dann sieht er ja das. So ein Mist. Ist auch verdammt schnell immer am Rumrennen, dieser Idiot. Oh. Meine zwei jetzt. Jetzt eine Mine wäre genau das Richtige gewesen. Hätte man zwei mit einem Schlag niederboxen können. Geht's denn hier hin? Ach, hier kann man irgendwie hochklettern. Da kommt wieder unser Herr Schleicher an, ja? Die Geräusche sind echt klasse. Mann, sehen die fertig hier. Ich doch hier alle auf Drogen. So, ich probiere jetzt mal hier den ersten niederzuballern. Was soll's? Tja, hat das schon mal gut geklappt, finde ich. Dahinter kommt wieder unser komisches Schleichvieh an. Hey, er geht weg. Das schmatzt ganz schön rum. Ich weiß gar nicht, ob ich das niederknüppeln kann. Alles ruhig.
es hat uns leider mitgekriegt. Verdammte Viehscheuer. Was da wohl ist? Das war, wisst ihr jetzt, was da ist? So, das war also er hier. Und jetzt sehen wir uns mal um hier. Um mich mit den Schleicher kümmern, ja. Kriegt das nicht angewählt? Tatsache, ich krieg das hier nicht getragen, das Vieh hier. Mhm. Gut, das zu wissen. Also wenn ich das zuerst niederschlage, dann würde man es sozusagen sehen. Ich frage mich auch, wenn ich hier hochklettere, bringt mir das was? Ja, hinten geht es noch irgendwie weiter. Na, wir gucken uns erstmal hier ein bisschen die Gegend vordergründig an. Flackerndes Licht ist nervig. Da ist wieder so eine Frucht. Wo ist er? Da wieder so eine komische, ich weiß nicht, wie sie heißen. Tja, ach so, da oben ist ein Holzbalken, sehe ich gerade. Da könnten wir also unseren, hier war eigentlich ein Feuerdingens. Nicht gut. Ich möchte jetzt hier nicht so viele Wasserpfeile verballern. Gut, hier liegt einer. Da liegt wieder so eine Frucht der Heilung, wie auch immer man ihm. Ich meine, dafür, dass unser Herr Gerrit hier ein Auge verloren hat, finde ich, ist ein räumliches Sehen, ja. Aber er wird schon zu kleinlich sein. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Aber das macht ja nichts. Das ist ja irgendwie immer so. Und deshalb schieße ich doch mal einen Pfeil hier hoch. Ah, und voll vorbei in den Stein. Und damit ist er dann kaputt. Mist. Das ist nicht gut, man sieht ja wieder hübsch aus. Hey, das gibt's doch nicht. Was mache ich gerade für eine Krütze hier? Ich müsste also mehr hier sein. Also, es geht doch. Diese blöden Pilze vielleicht diesmal wieder ausmachen? Natürlich nicht. Schade eigentlich. Und ab in die Tiefe. Ich wollte eigentlich, dass du darüber springst, Herr Garrett. Das gibt's doch nicht. Er springt nicht darüber. Warum denn das nicht? Genau, den habe ich ja von unten schon gesehen gehabt. Oh, da ist auch noch ein Gaspfeil hier drinne. Fehlen nur noch fette Spinnen hier und meine nettesten Gegner sind komplett da. So. Blödsinn. Was mache ich denn hier? Das sieht aber gut aus. Sieben Wasserpfeile, cool. Hier
Hier müssen wir nur wieder aufpassen. War ja auch noch ein Gas irgendwie genau da. Tja, da gibt es jetzt nicht viel zu tun. Ich habe leider Mist gemacht, indem ich hier den Pfeil, ich weiß nicht, wenn jetzt hier runterfällt, tut er sich dann weh? Nein. Zumindest hat er sich jetzt nicht weiter gemeldet. Naja, mal gucken, wie viel Zeug diesmal wieder liegen bleibt, wie viel ich liegen lasse. Das ist ja irgendwie auch immer so eine... Ah. Geräusch. Lärmpfeil, eine Mine, ein Heiltrank, sehr schön. Eine Blitzbombe. Noch irgendwas? Das ist Gold, oder? Ja. Sehr schön, sehr schön. Mehr gibt's hier drin nicht. Wir haben 20 Breitkopfpfeile. Sehr schön. Naja, da können wir jetzt endlich mal auch hier wieder... Ja, wirst du mal die Kante hier hochgehen, Alter? Mann, ey. Macht er natürlich wieder nicht. Ich wollte eigentlich hier rüberlaufen und mir diesen Gaspfeil greifen. So, jetzt haben wir natürlich nur ein Problem. Hopp. Sehr schön. Und wir haben auch unseren Seilpfeil wieder zurückgewonnen. Das finde ich gut. Das gefällt mir. So, ich glaube, ich muss doch mehr oben rum gucken, wenn ich gerade ja schon dieses Gasdingens übersehen habe. Hier in dem Raum. Ach nein. Ich dachte, hier waren wir schon. Ups. Aber ich denke mal, das kommt doch letzten Endes auf selbe raus, wenn ich hier rechts rumlaufe. Mann, Mann, Mann. Nichts los hier, sagt er gerade. Dieses scheiß Blinklicht geht mir gerade hier, das ist blöd. Da kann man sich halt leider nicht wirklich gut reinschleichen. Hier wenigstens ein bisschen Dunkelheit reinbringen können. Ja, und wir können. Sehr schön. Da ich ja auf leicht spiele, ist das hier nicht so tragisch, wenn ich die Jungs wegpoltere. So. Nie ist hier was los. These widerlegt. Was ist das für ein Loch? Spinnen irgendwo rumzischeln.
Ich hasse Spinnen. Zumindest hier in diesem Spiel hasse ich sie. Aber das hatte ich ja schon ein oder zweimal gesagt. Tja, das hat man ja schon von der anderen Seite aus mal gesehen. Da waren wir drüben schon, brauchen wir ja nicht weit rumzurennen. Frage ist halt, muss ich hier rein? Ist das wieder bloß so ein optionaler Gang, würde ich mal sagen. Natürlich, es ist auch nicht gelistet hier, ne? Egal, guck mal doch mal, wo die lieben Spinnen rumkrebseln. Ja. Und schon haben wir sie gefunden. Und es ist natürlich wieder eine fette. Ich weiß nicht, ob sie uns schon... Mist. Zu viele Pfeile verballert, ich Arschloch. Naja, ich meine, es wird nicht viel Sinn machen, weil hier dieser scheiß Lichtpilz wieder hängt. Doch, es ist ein bisschen dunkler gerade geworden. Sehr gut. Jetzt muss ich erstmal wieder nur gucken, dass ich... Mist, hab ich schon wieder verfehlt, die blöde Spinne. Jetzt haben wir ein Problem. Ist ja gerade lustig. Ich dachte jetzt, stecke ich doch hier in argen Schwierigkeiten, aber nein, sie klackert lustig an uns vorbei. Normalerweise ist nämlich diese Spinne auch ein One-Hit, wenn wir sie richtig erwischen. Also nicht wie jetzt. Es ist doch... Ich könnte gerade kotzen. Genau so muss das sein. Weil hier im direkten Fight in dem Gang habe ich ehrlich gesagt gerade nicht so viel Lust. Wobei, da fällt mir gerade ein. Einfach zu viele Möglichkeiten und ich höre immer noch eine Spinne. Ich guck mal hier rum. Zu viele Gänge. Ne, wir haben da vor uns genug Wasserpfeile gefunden, also ich muss jetzt mal hier ein bisschen... Da ist er. Sie scheint gerade auf Halb-8-Modus zu sein. Die großen Spinnen sind auch echt widerlich.
Sehr schön. So gefällt mir das. Toter Raum eigentlich, also das heißt toter Raum, aber halt nur eine. Möchte ich nicht in der Wohnung haben, muss ich ehrlich sagen. Dieses scheiß Feuer überlagert hier schon wieder gerade die anderen Geräusche. Ich höre immer so ein, dieses Ticken der Spinnenbeinen auf dem Boden. Ein Riesenlevel, Jungs. Das ist wieder geil. Kommst du da mal hoch? Also ich bin jetzt hier eigentlich doch nur mal auf Verdacht reingegangen und habe hier noch einen Haufen Zeug vor mir. Gehe ich mal hier hoch gucken, was da noch so ist. Da geht's wieder runter. Oh, da geht's zu sehr runter. Oder? Dann würde ich den Weg jetzt erstmal noch auslassen. Nachher kommt man nicht wieder zurück. So, hier ist diese tote Spinne, die... Das wäre das, wo wir von oben runtergekommen wären, hier. Nein, nicht diese Spucker, Fliegenspucker. Okay, ja, ich gehe mal wieder zurück und schaue noch in die anderen Gänge rein, natürlich. So, kommst du mal hoch, Alter. So, da waren wir schon, da ging es nur runter. Da war ich da auch schon. Wobei ich müsste jetzt hier eigentlich durch sein. Ja, nein, ich wäre schon von diesem anderen. Ja, diesen Weg hatte ich mich ja nur hochgeschlünzt sozusagen. Hier gibt es nichts mehr, genau. Hier gibt es nichts mehr. Von da sind wir gekommen. Das ist manchmal echt übelst, dass ich nicht über die Leichen komme. Ja, da liegt schon mal ein Wasserfall. Sehr gut. Oh je, da unten rennt auch noch einer von diesen Halbgeweihten.
Hier ist schon eine Fackel ausgeschossen. Na klar, klar, hier sind wir doch schon. Nehme ich mal alle Wasserpfeile mitgenommen. Wie sträflich ist denn das, wenn ich schon immer das Gold überall vergesse? Oh, scheiße, da ist noch eine fette Spinne. Dann bin ich hier wohl doch noch nicht so richtig gewesen. Spinne am Morgen. Ich schaue ja wieder alle Viecher platt. Ich kenne da nichts. Gucken, wo es dahin geht. Jetzt mal hier ein bisschen. Nö, der Lärm kommt nicht vom Pfeil, okay. Muss ja irgendwo ein Feuerchen hier lodern. Deswegen hier an dieser blöden Kante kommt er echt nicht rüber. Ja, es ist manchmal echt zumindest. Boah, die Massen hier. Da ist ein Gaspfeil, okay. Oh, scheiße. So ein blödes Feuerelement. Leg dich mal wieder ein. Das war, glaube ich, jetzt nicht so gut. Die Spinne lebt ja noch. Nein, die ist tot. Okay. Super, so ein scheiß Feuerelement auch noch. Was man hier nicht alles findet in diesen schönen Höhlen. So wie es aussieht, scheinen aber alle Gänge dann hier zu enden. Hab dich gesehen, komm raus, du. Dein Schatten, Menschenfleisch. Er hat mich tatsächlich gesehen. Naja, es ist halt hier überall zu hell. So ein Dreck aber auch wieder. Ich schaue gerade so nach dem idealen Übergang, wo man sich am geschicktesten da hereinschlenzen kann. Und so im Nachgang überlegt, gefällt mir der hier oben eigentlich am besten. Ich weiß ja nicht, ob die mich hier mitkriechen.
Ist natürlich jetzt die Frage, kommen die hier hoch? Da liegt ein Wasserpfeil, sehr schön. Tja, da wird mir nichts. Ach, da sind aber Feuerpfeile drin, alles klar. Natürlich hier hoch, super. Kämpf, du Feigling! Tolle Rust. Das ist natürlich jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das so gewünscht habe. Hopp. Ah, alles klar. Ja. Bullshit, also. Ja, dann machen wir das doch mal anders. Das Falsche ausgeschossen, toll. Wenn ihr euch traut. Jo, jetzt haben wir Spaß. Ach, das lebt immer noch. Das haut ja ordentlich durch. Okay. Die kriegen uns also hier relativ schnell mit. Raus und kämpf, du. So, jetzt. So, jetzt bin ich ja schön im Dunkeln und hoffe doch, dass sich's da gut munkeln lässt. Also das Problem ist wirklich dieses blöde Fliegenspuckteil da, dieser Schleicher, der... Dafür setze ich mal ein paar Gaspfeile ein, da haben wir aber wenigstens die Gewissheit, dass die auch relativ schnell tot sind. Ich hatte ja gehofft, mal mit einem Pfeil alle beide niederzuprügeln. Da ist natürlich jetzt die Frage, ja? Da rennen sie immer noch rum. Oh,
Mal tut das weh. So. Damit hätten wir die ja eigentlich jetzt schon mal ausgeschaltet, was ich sehr gut finde. Gucken, wenn ich hier runterspringe, was passiert. Nichts, gut. Super, Feuerpfeil. So, jetzt mal gucken, wie kommt man jetzt hier hoch? Ich will ja an die Wasser... man könnte natürlich hier einen Pfeil dran schießen. Und sich ein Stück hochklettern. Oder kann man auch da einfach hochspringen? Ja, probieren wir es einfach mal aus. Nein. Hält so ein Seilpfeil auch in dem Blätterdach oben drinne. Irgendwo läuft auch noch jemand rum. Ach, da ist er ja. Ich sollte also auch noch ein bisschen aufpassen. Ah, fantastisch. Und da haben wir noch unseren Seilpfeil auch noch wieder bekommen. Diese scheiß Pilze, dass man die leider nicht ausmachen kann, finde ich ein bisschen blöd. Das Schöne ist ja nun, dass die da oben alle liegen, können sie auch nicht so schnell entdeckt werden. Irgendwo turnt er immer noch rum. Ja, ich hoffe, er bleibt da hinten. Tja, da liegen sie nur alle in... Der rennt also rum. Wenn ich jetzt richtig überlegt habe, könnte ich ja hier vorgehen. Da vorne links raus. Und dann hätte ich vielleicht ein besseres Schussfeld, um mir diesen Idioten da vom Hals zu halten. Kein Wasserfeld mehr drin. Jetzt müssten wir ja genau von hier vorne links, müssten wir ja da. Da kommen wir ja dahin. Stimmt, da rannte ja von uns der eine Idiot rum. Und hat uns prompt auch noch gesehen gehabt. So, ich mache es jetzt mal ein bisschen dunkler hier. Ich hoffe, dass er uns da halt nicht ganz so schnell sieht. Wie eben gerade. Der müsste ja nur hier irgendwo noch rumkaspern. Da liegt auf jeden Fall ein bisschen Silberzeug rum.
Sehr schön, dann haben wir eine gute taktische Position. Da hinten rein, da rum. So. Bauen wir den erstmal wieder ab, den Seilpfeil. Uns das doch mal von hier oben aus an. Geht's hier noch? Ach, hier geht's ja auch noch irgendwo hin. Na, aber fantastisch. Ist das ein Seilpfeil? Lärmpfeil? Eine Mine? Minen könnte man ja noch fett einsetzen. Aber bisher, fand ich, läuft's doch ganz gut so, wie es läuft. So, jetzt gucke ich noch mal, ob ich den Idioten hier vielleicht... Ach, da geht's auch noch weiter. Beweg dich ja nicht! Helft mir! Hier bin ich! Natürlich flackert hier wieder so ein doofes Licht. Wieso was? Wird jetzt Lucky Lucky machen. Lucky Lucky? Bleib hier, du Arsch. Ach, scheiße, 4 Pfeile sind einfach zu viel hier. Das hat ja wieder mal gerade astrein nicht geklappt. Ist die eigentlich eingesammelt hier? Ich gehe jetzt erstmal hier noch ein bisschen sammeln. Habe ich mir wenigstens das schon mal gespart. Hier liegt noch so eine Heilfrucht. Püh. Gucken hier, wo wir hier hinkommen, wenn wir da das Loch dort betreten. Gehst du mal über die fucking Kante, Alter. Da sind wir da hier irgendwo, wo wir oben gerade gestanden haben, oder? Wieder mal ein schönes Grasfeierchen. Genau, da oben ist doch der Absatz. Wie er da nicht immer drüber läuft, ist klar. Deswegen hat er mich auch gesehen, dieser Idiot.
So, nun heißt es wieder mal, den One-Hit-Pfeil auszupacken. So, aber den könnten wir vielleicht sogar wegputzen hier. Doch selber her und kämpf, du. Oh, er macht uns blutig. So, und mit diesen Worten verabschiede ich mich doch mal. Und würde sagen, an der Stelle mache ich mal ein kurzes Break. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder im Nirgendwo unter Konstantin seinem Haus, wie auch immer. Und müssen uns hier weiter durch die Botanik schleppen. Ich würde sagen, bis dahin, adios!